passiert hier? Stark. Und damit Gummo. Es gibt aktuell sehr krasse Gerüchte um Seven vs. Wild, dass da angeblich so ein Team schon verletzt worden sei. Es geht ein bisschen um die Gamescom und Saschka hat mal wieder ein Video über / gegen mich gemacht, auf das wir heute ein bisschen eingehen werden. Wilde Woche gewesen, aber jetzt halt erstmal wie immer. Let go. The king goes. Es gibt aktuell sehr krasse Gerüchte um Seven vs. Wild. Denn auf TikTok mit ursprünglicher Quelle Reddit gehen gerade sehr viele TikToks viral, die halt behaupten, dass angeblich drei Teams schon raus seien und ein Team sogar so schwer verletzt worden sei, dass sogar ein Medic-Flugzeug eingesetzt werden musste und das Orga-Team sogar überlegt hat, das Projekt abzubrechen. Ist was Schlimmes bei Seven vs. Wild passiert? Kurze Spoilerwarnung vorab. Laut einem User aus dem Seven vs. Wild Reddit-Channel sind wohl schon drei Teams ausgeschieden. Zwei davon wegen einer Verletzung und eine davon ist wohl sogar so schwer, dass der Abbruch des Projekts drohen könnte. Der Redditor nennt keine Namen und belegt seine Behauptung mit den Flugdaten eines Rettungsflugzeuges. Der ursprüngliche Post wurde bereits gelöscht. Bewiesen ist damit natürlich noch nichts. Glaubt ihr der Info oder er nicht? Schreibt's mal in die Kommentare. Das Gute an der Sache ist jedoch, dass Leute aus dem direkten Umfeld von Seven vs. Wild Teilnehmern halt eben bestätigen, dass an den Gerüchten nichts dran ist. Also Revi schreibt zum Beispiel auf Twitter, dass es nicht stimmen würde. Und auch die Bewegtbildproduktion Crackspy, der ja für Powerplatte arbeitet, hat gesagt, dass das Ding Bullshit ist. Und dementsprechend bin ich gerade halbwegs zuversichtlich, dass an den Gerüchten wirklich nichts dran ist. Vor allem auf Twitter hatten übrigens schon ein paar Leute echt Bange und Angst um die ganzen Kandidaten. Toni hat zum Beispiel das hier geschrieben. Bisschen Schiss um die Seven vs. Wild Jungs und Mädels. Bin ich ehrlich. Ey, und auch wenn ich weiß, dass die ganzen Seven vs. Wild Jungs und Mädels das nicht sehen werden, Daumen sind gedrückt, dass da auf jeden Fall keine Scheiße passiert, weil, ja, so ein Bärenangriff wäre schon nicht so ganz geil. Aber selbst wenn euch ein Bär angreift, ruft einfach Trimax, der kloppt die schon weg. Freunde, gehen wir ganz kurz rüber zu einem kleinen Zuschauer-Service-Thema, weil mein kleiner Lego-Freund Need to Know und ich haben jetzt am Sonntag, dem 27.08. auf der Gamescom wieder einen Autogrammkartenslot. Letztes Jahr war der ganze Bums ja schon echt wild mit euch. Digga, was ist denn neben, Digga? What the fuck? Und dieses Jahr sind wir um 15 Uhr in Halle 1 in der Signing Area. Deswegen, falls ihr auf der Gamescom seid, kommt am Sonntag gerne vorbei. 15 Uhr, Halle 1. Und wo der Stand dann genau ist, zeige ich hier meine Instagram-Story. Deswegen einfach da dann schauen, wenn ihr vorbeigucken wollt. Dazu werde ich übrigens auch mal in Halle 6 vorbeischauen, weil da ist nämlich der Stand vom Hoyoverse. Und damit kommen wir zum heutigen Werbepartner, und zwar Honkai Star Rail von den Genshin Impact-Entwicklern. Aber bevor ich zu deren Gamescom-Stand komme, was ist denn das für ein Game? Honkai Star Rail ist ein rundenbasiertes Sci-Fi-RPG, welches man am PC sowie auch am Handy zocken kann. Es hat echt nice Charakter, schöne Welten und eine wunderbar komponierte Musik. Come with me, take the journey. Und vielleicht auch deswegen in nur 5 Monaten 80 Millionen Downloads geknackt. Crazy. Und jetzt kommt halt eben am 30.08. das dicke 1.3 Update raus, welches unter anderem zwei neue Charakter freischaltet. Und zwar Imbibitor Lunay und Fu Sang. Bei dem Imbibitor Lunay eher der elegante, edlere Mann ist. Und Fu Suang, die Leiterin der Wahrsager-Kommission. Außerdem wird neben dem dicken Update bei der Gamescom Opening Show noch eine sehr, sehr dicke Sache angekündigt. Deswegen, für die Leute, die das Game schon zocken oder überlegen, anfangen es zu zocken, I mean, es ist kostenlos, zieht euch auf jeden Fall am Dienstagabend die Gamescom Opening Show rein, ist natürlich auch unten verlinkt. Um zu Honkai Star Rail zu kommen, klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder scannt diesen QR-Code hier ein. Außerdem, falls ihr Bock auf 50 Stellar Jade for free habt, dann nehmt einfach diesen Code hier. Dazu, falls ihr auf der Gamescom seid, checkt auch gerne in Halle 6 deren Stand ab. Danke fürs Hackgönnen. Aber abseits vom Honkai-Stand, wenn ihr auf der Gamescom seid, kommt gerne am Sonntag in Halle 1 vorbei. Lasst uns ein Pick machen, lasst uns ein, könnt Autogramm bekommen, was auch immer, ein bisschen quatschen, dies, das. Sonntag, 15 Uhr, Halle 1. Restlichen Infos bekommt ihr auf Instagram. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ed ist wieder soweit. Saschka hat ein Video über / gegen mich gemacht, beziehungsweise über eine Kooperation von mir gemacht. Und bevor die Kommentare hier wieder Beef riechen. Nö. Gib es nicht. Es geht null um mich als Person, so wie Saschka als Person. Es geht allein um Meinungen und Aussagen von uns beiden. Aber was ist denn grob passiert? Ich habe ja in meinem Ninja-Tournament den CBD-Hersteller Hempcrew als Sponsor. Ist by the way ein Sponsor, auf den ich aktiv zugegangen bin, weil ich persönlich die Wirkung von CBD auf mich halt eben sehr gut finde. Aber da kommen wir später im Video nochmal zu. Auf jeden Fall geht es im Video von der lieben Saschka viel um die Fragen, darf man, obwohl, nee, dürfen tut man es, aber sollte man als Influencer Werbung für CBD-Produkte machen, obwohl die Studienlage da noch nicht so groß zu ist? Und wie sollte man diese Werbung gestalten? Saschka sieht das ganze Thema halt eben sehr kritisch an und um ihre Sichtweise halt eben zu untermauern, zeigt sie mehrere CBD-Werbungen, unter anderem auch meine,
Und kritisiert diese, beziehungsweise kritisiert auch mich. Erstmal, was ich aber im Vorfeld sagen möchte, ist, dass ich diese Kritik von Sascha jetzt um einiges besser fand, als wenn sie früher mal in dem Video über mich geredet hat. Vor allem im Video davor hatte ich sehr doll das Gefühl, dass sie halt mich irgendwie extra missverstehen möchte, extra die Dinge auch so schneidet, so den Zuschauern zur Verfügung stellt, dass halt die Dinge eben nicht mehr so sind, wie ich sie im Kontext gesagt habe. Und bei dieser Kritik jetzt habe ich das Gefühl gehabt, dass sie das nicht extra so gemacht hat. Dementsprechend schon mal Daumen hoch für eine positive Entwicklung, muss man auch sagen. Und dazu starten wir mal mit einer Kritik von Sascha, die ich ohne Gegenwehr genauso annehme. Und zwar habe ich in einer Story CBD in meinen Kaffee getan. Und das Ding ist, CBD ist im frei verkäuflichen halt eben kein Lebensmittel und dementsprechend ist die offizielle FSC-Empfehlung, das halt eben nicht runterzuschlucken. Deswegen wird auch von den Herstellern selbst empfohlen, die Tropfen nach einer Minute auszuspülen. Das findet ihr entweder auf der Packung oder auf der Webseite selbst. Es soll halt nur im Mundraum verteilt werden, über die Schleimhäute aufgenommen werden und dann halt eben wieder ausgespuckt werden. Ist halt die offizielle Empfehlung und ist natürlich dumm von mir, mich nicht dran zu halten. Ganz kurz zur Erklärung, warum ich das überhaupt in meinen Kaffee getan habe. Wir haben hier in Aachen einen Kaffee, bei denen kann man halt eben Kaffee mit CBD drin kaufen. Und die Tropfen, halt wirklich die Tropfen einfach, so wie ich es auch gemacht habe, einfach so in den Kaffee rein. Und daher habe ich das halt eben. Aber natürlich, ich habe mich in der Werbung nicht an die offizielle Verzehrempfehlung gehalten. Stupid, mache ich nicht nochmal. Was ich aber dann nicht verstehe ist, dass Sascha eben kritisiert, dass Influencer die Tropfen in ihren Mund tun. Das Problem ist eben, dass die Influencer das nicht vermitteln, sondern beispielsweise in ihr Getränk tun oder einfach direkt in den Mund. Also klar, mit dem Kaffee check ich, aber wieso kritisierst du, dass Leute das in ihren Mund tun? Also man soll es ja in den Mund tun, deswegen, ja, die Kritik verstehe ich an der Stelle dann nicht so wirklich. Aber naja, kommen wir mal ganz kurz zu einem Punkt, den ich wie Sascha genauso kritisch finde. CBD ist kein Wundermittel und so sollte man es natürlich auch nicht bewerben. Also du nimmst es nicht und alle deine Probleme sind weg. Es gibt niemals Nebenwirkungen, dies, das. Ist es nicht, CBD ist kein Wundermittel, ganz klar. CBD kann halt in vielen Bereichen helfen, aber ist kein Wundermittel und vor allem keine Alternative zum Arzt. Klar, es gibt kein Wundermittel in der Medizin, aber es hilft bei sehr vielen Zuständen im Körper. Eine Person aus Saschas Community hat eigentlich sehr nice beschrieben, wie man CBD im Best Case nutzen sollte. Liebe Sascha, erstmal allgemein danke für deine Videos, immer informativ und unterhaltsam. Ich habe seit kurzem einen Rückfall meiner sozialen Angststörung und Platzangst erlitten. Ich nehme mir natürlich professionelle Hilfe, aber da viele Therapeuten keine Kapazität haben, habe ich vorerst CBD-Öl probiert mit 1000 Milligramm, 10%. CBD, um meine Panikattacken zu mildern und ich werde wirklich etwas entspannter und schlafe länger und tiefer als normal. Ich habe angefangen mit 2x3 Tropfen pro Tag in mein Getränk, bin dann auf 3x3 Tropfen pro Tag gegangen. Das schwankt aber je nach mentaler Tagesform. Das wollte ich mal so als Erfahrung mitteilen. Und so sollte man es halt eben nehmen. Also natürlich nicht ins Getränk tun, außer der Arzt erlaubt es dir, sonst haut Sascha dir auf die Finger. Aber natürlich, wenn man ein Problem hat, erstmal die klassischen Wege gehen, vor allem bei psychischen Erkrankungen, würde ich halt niemandem empfehlen, so einfach so, yo, kauf dir CBD, 7. Runde und deine Angst ist weg, so, lol, obvious nicht. Natürlich sollte man erstmal zur Therapie und zum Arzt gehen. Aber, und das beschreibt der Kommentar halt echt gut, es kann halt ein nices Add-on oder eine sehr, sehr nice Alternative sein. Und genau so habe ich es ja auch immer beworben. Aber machen wir mal weiter. Und ich muss mir nochmal einen Fehler in meiner Kommunikation eingestehen. Die Hemp-Crew hat ja auch Sportgele. Die fördern halt eben deine Durchblutung, relaxen, kühlen und fühlen sich einfach gut an, wenn man sie auf Stellen massiert, die ein bisschen doll belastet wurden. Was sie aber nicht machen ist, Muskelkater vorbeugen. Und genau das habe ich halt eben behauptet. Und Coach Steph hat dann halt eben im Sascha-Video richtig erklärt, dass es halt eben keine Wundersalbe gegen Muskelkater gibt. Das einzige Mittel, das gegen Muskelkater hilft, ist öfter machen, mehr machen, weitermachen, durchhalten und dann wird das Ganze schon besser. Es gibt da kein Medikament dagegen, kein Hausmittel dagegen, keine Salbe, keine Cremes, keine Spritzen. Also es gibt da wirklich nichts außer durchziehen, durchhalten, dranbleiben und weitermachen. Ein bisschen war ich und andere Kommentare dann aber ein bisschen verwirrt von der Aussage, das einzige Mittel gegen Muskelkater ist halt weitermachen und durchziehen, weil es gibt ja schon Mittel oder schon Techniken, schon Dinge, die man aktiv gegen Muskelkater machen kann. Also die Aussage, nichts hilft gegen Muskelkater außer weitermachen, stimmt halt nicht. Und deswegen habe ich ihn einfach mal angerufen und er hat mir erklärt, dass natürlich Dinge wie Eisbaden, Kaltduschen, Wechselduschen, Antioxidantien, entzündungshemmende Lebensmittel und Supplements natürlich bei der Regeneration des Muskels helfen können, so ganz klar. Und auch den Muskelkater verhindern können. Aber halt diese typischen Sportsalben halt eben nicht bis in den Muskel vordringen. Also diese Sportgele können sich gut anfühlen, regenerieren würden, erfrischen, sich auch für den Kopf gut anfühlen, aber sie beugen halt eben keinen Muskelkater vor. Das war halt eben Quatsch zu sagen und wird auch jetzt bald von der Hemp-Crew-Seite berichtigt.
Was dazu aber noch spannend ist, Coach Steph meinte im Telefonat, dass natürlich auch CBD bei der Regeneration des Muskels helfen kann, weil alleine wenn du halt davon besser schläfst und tiefer schläfst, entspannter schläfst, du natürlich im Schlaf besser regenerierst und wie wir alle wissen, ist Coach Steph Saschka approved. Coach Steph Saschka approved. Außerdem habe ich mich übrigens für diese Antwort hier mit Dr. Martin Buruf unterhalten, der hat eben seit 30 Jahren in der medizinischen Industrie tätig ist und außerdem spezialisiert in der Onkologie, Diagnostik an zirkulierenden Tumorzellen und den Tumorzellen tötenden Eigenschaften von Cannabinoiden ist. Er meinte zu dem Sportthema in Kombination mit CBD übrigens auch Folgendes. Hat CBD auf vielen Ebenen im Körper regulierende Eigenschaften. Ganz speziell bei Entzündungsreaktionen. Wenn wir eine Entzündung laufen haben, schwächt CBD dieses Entzündungssignal ab. Und das ist zum Beispiel ein Grund, den man annimmt, warum Muskelkater oder Muskelverspannungen auch entsprechend entspannt, beziehungsweise auch die Entzündung aus diesen Muskeln herausgenommen wird, sodass die Regeneration der Muskeln besser ist und schneller ist. Ich dachte, ich bombardiere euch einfach mal mit ein paar Infos, wenn wir eh schon über das Thema reden. Aber machen wir mal weiter. Saschka kritisiert danach, dass ich ein paar Dinge, die man laut ihr im Video hätte erwähnen sollen, bei mir im Video halt eben nicht erwähnt hätte. Wie bei dem Punkt, dass wenn Leute halt eben was an der Leber haben, halt eben besser vorher mal mit ihrem Arzt abchecken lassen sollten, ob es okay ist, dass sie CBD nehmen oder eben nicht. Kann sein, dass wenn man schon vielleicht das ein oder andere Problem hat, zum Beispiel mit der Leber oder wenn man andere Medikamente einnehmen muss, dass sich da auch ein paar Probleme zeigen mit der Zeit. Und entweder wird das gar nicht aufgezählt oder ist eher weiter unten in der Infobox zu finden. Und hä? Also das mit der Leber, was gerade angesprochen wurde, steht halt eben da drüber in der Videobeschreibung. Und abseits davon ist es im Video, Saschka, also sogar in einem Ausschnitt, den du selber zeigst. Also das habe ich jetzt nicht so wirklich gecheckt. Also natürlich könnte man immer noch detaillierter auf Dinge eingehen. So, natürlich könnte man auch noch so Dinge sagen wie, hey, wenn du was an der Leber hast und dieses und jedes Medikament nimmst, was in der Leber auch verstoffwechselt wird, dann sprich die Einnahme von CBD nochmal mit deinem Arzt ab. Also klar, könnte man machen, wird halt niemandem schaden so. Oder der Konsument denkt sich halt eben, oh, Leberkranke sollten das nicht nehmen. Ich nehme Medikamente, die was mit meiner Leber zu tun haben. Vielleicht sollte ich das mit meinem Arzt abchecken lassen. Aber zu dem Punkt kommen wir gleich nochmal, was nötig ist und was halt eben nicht. Aber weil das Video auch ein bisschen aufklären sollen, was macht denn überhaupt CBD mit der Leber? Beziehungsweise warum entsteht dort eine Wechselwirkung mit anderen Medikamenten? Das erklärt euch jetzt nochmal ganz kurz Dr. Martin Buchhoff. In der Leber werden Giftstoffe abgebaut. Das heißt, sämtliche Pharmazeutika, die wir zu uns nehmen, sind im Endeffekt nachher auch Gifte, die irgendwie wieder aus dem Körper heraus müssen. Und da hat die Leber entsprechende Enzyme für, um diese zu verdauen bzw. zu spalten und über die Nieren dann nachher auszuscheiden. Und es ist bekannt, dass CBD diese Enzyme, eine bestimmte Sorte dieser Enzyme, hemmt und damit den Abbau verlangsamt, teilweise sogar verhindert. Das bedeutet, Leute, die Opiate nehmen oder Menschen, die andere Schmerzmittel nehmen, kann es sein, bei bestimmten Schmerzmitteln, dass diese länger im Blut bei hohen Konzentrationen bleiben und damit besser wirken oder länger wirken. Oder man kann auch die Menge, die man einnimmt, deutlich reduzieren, weil CBD diesen hemmenden Abbaueffekt hat in der Leber. So, das zu dem kleinen Exkurs mal. Sollte auch ein bisschen was mitnehmen hier, ne? Oh! Oh! Da war Musikknochen. Okay, eine Nebenwirkung von Tischkante ist auf jeden Fall Schmerz im Musikknochen. Aber Nebenwirkung von CBD. Was sind denn die Nebenwirkungen von CBD? Beziehungsweise was ist die Main-Nebenwirkung von CBD? CBD, also kein Arzneimittel ohne Nebenwirkungen. Wobei die Nebenwirkungen beim CBD in meinen Augen in den meisten Fällen eher positive Natur sind. Sie haben CBD oder CBD macht müde, das ist richtig. Aber bei Leuten, die Schlafstörungen haben oder schwer in den Schlaf kommen oder sehr gestresst sind, beruhigt CBD, entspannt die Muskulatur und man kann deutlich länger schlafen. Das können Sie selber feststellen, wenn Sie eine Tracking-Watch haben, wo Sie dann die Schlafphasen kontrollieren. Sie sind viel länger tiefer weg über Nacht. CBD durch seine Entspannung kann es den Blutdruck in vielen Bereichen leicht senken oder bei vielen Menschen leicht senken. Es ist nicht das optimale Blutdruckmittel, ist klar, es gibt kein Wundermittel in der Medizin, aber es hilft bei sehr vielen Zuständen im Körper. CBD, der Nebenwirkungskatalog bei dem Epidiolex, das ist das zugelassene CBD für epileptische Erkrankungen, dort haben wir eine Liste, dass die Ärzte bei der Gabe an die Kinder die Leberwerte überprüfen sollen. Aber hier muss man sagen, diese Kinder kriegen sehr, sehr viel verabreicht, sehr hohe Dosen, sodass man dann kontrollieren muss.
bei zu hohen Dosen kann es passieren, dass man Übelkeit bekommt, speziell bei Vollspektrumextrakten. Aber die Übelkeit kommt nicht wirklich von dem CBD, sondern eher von den begleitenden Terpenoiden, begleitenden ätherischen Ölen, die mit in diesen Vollspektrumextrakten sind. Man muss auch sehen, dass CBD natürlich ein Wirkspektrum hat. Je mehr ich nehme, heißt nicht, dass es besser wirkt ist, sondern es gibt ein Maximum. Und wenn man dieses Maximum überschreitet, kann es durchaus auch dazu kommen, dass man sogar Schlafstörungen bekommt, wenn man zu viel CBD genommen hat. Also es ist halt aufgrund dieses Endocannabinoid-Systems im Körper besonders wichtig, dass man ausprobiert, was die eigene Dosis ist bei dem CBD. Sascha kritisiert halt eben bei dem Punkt wieder, dass ich das halt eben nicht im Video gesagt habe und nur in meine Videobeschreibung gepackt habe. Und das Ding bei dem Punkt ist aber, indirekt habe ich es ja sogar im Video gesagt. Also wenn man für etwas wirbt, was sich halt eben schneller einschlafen lässt, dann muss man nicht sehr smart im Kopf sein, dass man sich dann denkt, ey, vielleicht könnte ich davon ja müde werden. Und das Ding ist, wenn CBD jetzt die ultra krassen Nebenwirkungen hätte, jeder Zehnte wird davon blind oder sowas, so obviously muss man es dann halt im Video erwähnen. Aber selbst die WHO sagt in ihrem CBD Critical Review Report, dass CBD halt eben keine starken Nebenwirkungen hat und allgemein gut verträglich ist. Die deutlichste Nebenwirkung ist halt Müdigkeit. Das geht halt vom Video hervor und steht halt auch mal in der Videobeschreibung. Aber um ja mal zu versuchen, einen kleinen Kompromiss zu finden, habe ich mich dazu entschieden, in der Videobeschreibung halt noch detailliert auf alles einzugehen, was da wie, wo passiert im Körper, wo man aufpassen sollte bei CBD, dies, das. Steht aber jetzt nochmal alles deutlicher in der Videobeschreibung gekennzeichnet. Dazu generell, um mich hier ein bisschen besser zu verstehen, ich will hier ja nicht irgendwie versuchen, einfach nur so stumpf gegen zu argumentieren, so, du hast nicht recht, ich habe recht, dies, das. Das ist nicht meine Art so, ne, das will ich nicht. Sondern ich will versuchen, rauszufinden, was halt der beste Weg für den Zuschauer ist. So, weil darum sollte es hier primär halt gehen. Kommen wir aber mal wirklich zum kleinen Problem, was mit CBD zu tun hat. Und zwar, dass halt eben jeder Mensch verschieden ist und man halt eben ein bisschen ausprobieren muss. Das habe ich auch in meiner Werbung geschrieben, dass halt jeder Mensch verschieden ist und man ein bisschen ausprobieren muss. Fand Sascha nicht so geil. Problematisch ist, dass bei CBD eben keine Regulierung der Dosierung stattfindet und so auch einfach jeder behaupten kann, dass wenn nach zweimaligen Probieren keine Wirkung gezeigt wird, man die Dosis einfach erhöhen sollte und eine Überdosierung angeblich nicht möglich wäre, selbst wenn man die halbe Pulle trinken würde. Ganz kurz, trinkt nicht die halbe Pulle. Da steht extra nicht die halbe Pulle trinken. I don't know, warum Sascha das hier extra falsch wiedergibt. Weiß ich nicht. Aber ja, es ist ein Problem, dass jeder Mensch verschieden ist und verschiedene Dosen braucht. Ich zum Beispiel fliege nach einer 400er Ibu schon halb im Himmel rum so und Freunde von mir brauchen mindestens zwei, um auch nur irgendwie was zu spüren von der Ibu. Und ich finde, irgendwann muss man halt auch eben den Verbrauchern ein bisschen in Verantwortung ziehen, dass sie halt wenigstens einen Ticken nachdenken. Weil, I mean, ich sag ja im Video auch nicht, dass man nicht drei Pullen auf einmal trinken soll. Da glaube ich halt eben an die Vernunft der Menschheit. Beziehungsweise an die Menschen, die das kaufen. Natürlich kann man als Add-on immer noch mehr sagen, so, das ist natürlich nichts Schlechtes so. Die Frage ist nur, was man sagen muss und wo halt der Konsument auch mal vielleicht einen Ticken denken kann. Weil wenn der Konsument überhaupt gar nicht mehr nachdenkt, müssen wir uns eben auch die Frage stellen, dass wenn man zum Beispiel Eiweiß verkauft oder Werbung für Eiweiß macht, dass man dann alle negativen Folgen von Eiweiß erwähnen muss, keine Ahnung, dass man auch zum Beispiel davon miese Blähungen bekommen kann, muss das in der Werbung stattfinden oder kann sich der Konsument einen Ticken selber informieren? Oder halbe YouTube Deutschland, die Red Bull saufen und viele, die auch Werbung dafür machen, müssen die halt eben die möglichen Nebeneffekte von Koffein erwähnen, dass man davon vielleicht schlechter schläft, dass man zittriger oder nervöser werden kann, Herzrasen bekommen könnte oder auch innere Unruhe verspüren könnte. Muss man das erwähnen oder kann man sagen, hey, Red Bull Zero schmeckt lecker? So, ist halt die Frage, ne? Also muss es der Influencer immer und immer und immer wieder erwähnen, hey, das sind die möglichen Nebenwirkungen? Oder könnte man sagen, okay, der Konsument muss halt auch einen Ticken Verantwortung ziehen, was er halt selber konsumieren möchte. Kommen wir mal ganz kurz zu einer kleinen Kritik, die ich an Saschas Video habe. Und zwar handelt es sich um die Aussagen von der Biologin Anastasia Schulze, die ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde. Im Vorfeld, ich zeige euch jetzt ganz kurz ein paar Ausschnitte von dem Tomatolix-Video über CBD. Er hat keine Werbung dafür gemacht, er wollte nichts verkaufen. Er hat einfach nur Resonanzen von seiner Community gezeigt, wie sie halt eben auf CBD reagiert haben. CBD soll also super viele positive Effekte gerade auf die Gesundheit haben. Ich habe meine Follower auf Instagram mal gefragt, ob die schon Erfahrungen mit CBD gemacht haben und super viele Nachrichten bekommen.
Ich hatte mein Leben lang unglaubliche Unterleibsschmerzen und habe nach der ersten Einnahme tatsächlich eine unglaubliche Verbesserung gemerkt. Ich habe gemerkt, dass komplett die Krämpfe eben mir genommen wurden. Als ich dann gelesen hatte, dass CBD-Öl eben auch entzündungshemmend wirken soll und ich kurz vor einem Hexenschuss stand, dachte ich, okay, was soll's, ich probiere das Ganze jetzt aus. Habe dann CBD zu mir genommen, habe mich bewegt, habe gewärmt und am nächsten Tag war es deutlich besser. Also CBD-Öl hat mir wirklich mit den alltäglichen Schmerzen schon sehr oft geholfen. Seien es Kopfschmerzen oder Menstruationsbeschwerden oder wenn ich merke, dass ich mal einen stressigen Tag hatte, dann nehme ich auch gerne mal ein paar Tropfen und dann merke ich, dass ich einfach entspannter werde. Und beim Jetlag hat es mir sogar auch schon geholfen. Und Nebenwirkungen habe ich von CBD-Öl auch noch keine gehabt. Meine Erfahrung mit CBD ist, dass ich ganz krasse Hautprobleme hatte, Nesselsucht, also das sieht dann immer so aus, als wäre man in Brennnesseln reingefallen und das ganze Körper rot und keiner wusste einfach, woher das kommt und ich war auch immer ganz oft beim Hautarzt und alle möglichen Tests gemacht und irgendwie war so, ja, wir wissen auch nicht, was es ist, das Einzige, was hilft, ist Cortison und jeder, der Cortison kennt, weiß natürlich, dass das nicht so gut ist, wenn man das regelmäßig nimmt. Hab mir dann gedacht, okay, ich probiere einfach mal CBD, ich nehme das so in Kapselform, jetzt war ein Ausschlag weg und das ist natürlich kein wissenschaftlicher Test und kann auch sein, dass es dann vielleicht dann doch nicht am CBD liegt, so, aber außer Cortison, das ist das Einzige, was mir geholfen hat. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Lebensqualität gegeben oder wieder zurückgegeben. Ich benutze die Tropfen meistens während meiner Periode und bin weitestgehend beschwerdefrei. Eine Bekannte von uns hat zum Beispiel Rheuma und die kann teilweise, wenn sie so einen Schub hat, sich nicht mehr aus dem Bett bewegen ohne Schmerzmedikamente. An der Stelle nimmt sie dann heute einfach ein paar Tropfen von dem CBD, wartet ein paar Minuten und dann geht's auch so. Und das ist der Grund, warum ich die Tropfen gerne nutze, weil ich denke, man greift einfach so schnell zu irgendwelchen Schmerzmedikamenten. Es ist nun mal ein natürlicher Wirkstoff und warum sollte man den nicht nutzen? Und auch in Saschkas Community haben viele, viele Leute unter ihrem Video halt ihre positiven Erfahrungen mit CBD berichtet. Es gibt unfassbar viele positive Erfahrungsberichte von CBD im Internet, also um die sich alle durchzulesen. Ja, viel Spaß, es dauert eine Weile. Und selbst unter so einem Anti-CBD-Video, wie das von Saschka hier, gibt es halt wirklich sehr, 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 sehr viele positive Erfahrungsberichte. Obwohl halt eben eine YouTuberin, die sie sehr mögen, gegen CBD was sagt, sie trotzdem noch pro CBD argumentieren. Also ich habe hier ein paar Kommentare eingeblendet, stopp es gerne, um das durchzulesen. Aber es sind auch noch nicht ansatzweise alle Kommentare unter ihrem Video, die halt pro CBD bzw. positive Resonanzen widerspiegeln. Und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Anastasia, weil vor allem ein Argument, warum CBD bei ihm wirken könnte, finde ich echt weak. Sie spricht zuerst über den Placebo-Effekt, der bewiesenermaßen funktioniert. Ist auf jeden Fall ein Fairpoint, der Placebo-Effekt kann eine Wirkung hervorrufen oder sie verstärken oder auch sogar abschwächen, wenn man im Vorfeld schon sagt, so näher bringt eh nichts. Dann kann Placebo auch abschwächen natürlich. Dazu bringt sie den Punkt, dass es halt eben vielleicht auch nur wirkt, weil man CBD in eine Routine mit einbaut. Also man trinkt zum Beispiel abends eine Pulle Tee, nimmt dabei ein paar CBD-Tropfen und dann signalisiert man so dem Körper, hey, wir gehen gleich ins Bett und er wird halt ein bisschen ruhiger, wird ein bisschen müder. Kann auf jeden Fall auch funktionieren. Routinen sind was Wunderbares. Beide Dinge können stimmen oder sogar auch in Symbiose wirken. Safe. Aber dann droppt sie was ich ein bisschen weird finde. Weil vielleicht nimmt man das CBD ja auch genau dann, wenn die Krankheit schwächer wird. Also die Krankheit kommt ja in so Wellen und dass man das CBD halt eben dann genau von einer guten Phase nimmt. Und bei vielen Sachen ist es halt, also jetzt eher in Bezug auf chronische Erkrankungen, ist es so, dass der Krankheitsverlauf einfach so wellen- oder schubenartig verläuft, dass es einfach sozusagen mit der Zeit oder einfach manchmal besser wird. Und dann, wenn man gerade in diese Phase, wo es einem sowieso besser geht, gerade angefangen hat, CBD-Öl zu nehmen, dann denkt man natürlich, ach, das muss ja daran liegen. Aber in Wirklichkeit hat das wahrscheinlich überhaupt nichts damit zu tun. Also ich persönlich finde die Aussage jetzt nicht so stark, weil dann könnte man das CBD ja auch in einer Krankheitsphase nehmen, wo es einem kurz wieder besser geht und danach geht es einem schlechter. Und wenn man sich halt so mal typische Erfahrungsberichte durchliest, dann sieht man eben vor allem so, jo, meine Krankheit wurde dadurch schwächer, es hat geholfen, meine Schmerzen wurden gemildert. Oder Leute sagen, ja, es hat nicht so ganz wunderbar bei mir funktioniert, gibt es natürlich auch. Aber dass Leute sagen, jo, meine Krankheit wurde dadurch stärker, liest man jetzt eben nicht so oft. Dazu, wie soll dieser Effekt aussehen bei Krankheiten und Schmerzen, die immer und immer wieder kommen, also zum Beispiel in den OS. Also es wäre ja schon
ein sehr, sehr starker Zufall, dass genau nach Einnahme von CBD der Körper sich einfach dachte, oh, jetzt komme ich alleine mit diesem Ausschlag zurecht. Oder auch die Frauen, die sagen, yo, meine Periodenschmerzen sind halt viel erträglicher dadurch. So dachte sich der Körper dann auch so, oh, wir hatten jetzt monatelang oder sogar jahrelang richtig krass eklige Periodenschmerzen. Oh, nee, genau jetzt, wo wir jetzt CBD nehmen, komme ich einfach mal ein bisschen besser damit zurecht. Also, kann natürlich alles sein, so, ne? Aber wo die Wahrscheinlichkeit liegt, dürft ihr selber entscheiden. Und dann noch zu sagen, dass CBD sehr wahrscheinlich nichts bringt, obwohl man ja weiß, dass es was bringt, weiß ich nicht. Klar, also man kann jetzt natürlich, weil man eben halt keine Studiendaten hat, nicht komplett ausschließen, dass es was bringen könnte. Aber ich würde sagen, unwahrscheinlich ist. Und naja, dafür, dass es unwahrscheinlich ist, dass es was bringt, hilft es aber halt echt erstaunlich vielen Menschen. Selbst Tomatolix kam in seiner Doku zu dem Ergebnis. Fakt ist, CBD hilft mega vielen Menschen, auch wenn das wissenschaftlich noch nicht so richtig erforscht ist. Dazu, was mich halt echt verwirrt, sie bestreitet ja nicht, dass CBD in sehr hohen Dosen was bringt. I mean, es ist ein zugelassenes Arzneimittel. Zudem, was viele vielleicht auch noch gar nicht wissen, CBD selber hat sogar eine Zulassung als Arzneimittel. Wenn also jemand behauptet, CBD wirkt nicht, liegt der völlig falsch. CBD wird. Und warum sollte etwas, was in sehr hohen Dosen sehr starke Wirkung zeigt, nicht in niedrigeren Dosen auch eine niedrige Wirkung zeigen? Sascha unterstreicht übrigens das Statement von Dr. Anastasia Pürnova nochmal mit diesem Statement hier. Ein Stoff, dem viel zugesprochen wird, ohne tatsächlich richtige Beweise. Wie gesagt, zumindest ist die Studienlage eher dünn dazu. Und ist das so? Ja, niemand will eine Langzeitstudie bezahlen, aber gibt es keine Beweise für die Wirkung von CBD? Also als erstes, es gibt ja Studien zu CBD, die sind halt klein, so, ne? Die sind nicht sehr lang, die sind nicht mit sehr vielen Teilnehmerzahlen, aber an sich sagen diese Studien ja schon so, hey, es hat eine Wirkung. Diese Studien haben halt nicht die krasse Aussagekraft, weil halt nur zum Beispiel 60 Probanden eingesetzt wurden, so, ne? Klar ist es dann keine Studie, auf die man sich ganz krass beziehen sollte in seiner Argumentation, aber es gibt Studien, die sagen, yo, hat Wirkung. Was ich aber halt eben viel mehr Beweis finde, ist, dass es halt eben Millionen von Menschen hilft. Also, wenn es hunderttausende Rezensionen sowas gibt, die sagen, hey, es hilft mir. Ich kann davon besser einschlafen, ich komme damit besser mit Stress klar. Es hilft mir bei Kopfschmerzen, bei Migräne. Ist es dann kein Beweis, wenn wirklich hunderttausende von ähnlichen Erfahrungen berichten? Weiß ja nicht. Das fette Argument ist halt immer, yo, es gibt halt keine riesige Langzeitstudie mit sehr vielen Probanden. Aber zählen deswegen hunderttausende von Rezensionen? Also gelten die dann einfach nicht mehr? Weiß er nicht und ich sehe das dann einfach, glaube ich, ein bisschen anders als Sascha. By the way, ganz kurzer Exkurs, warum es übrigens keine Langzeitstudie gibt, das hat Dr. Martin Buroff auch nochmal kurz erklärt. Wir werden in den nächsten Jahren noch viel mehr Studien bekommen und Untersuchungen bekommen. Problem dabei ist nur, da es ein Generikum ist, das heißt, jeder kann es im Prinzip verwenden, wird keine Pharmafirma groß Geld dafür ausgeben, um klinische Studien zu betreiben, weil sie sie nicht patentieren können. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zur Anfangsfrage. Sollten Influencer für CBD werben? Und wenn ja, wie? Sascha's Meinung könnt ihr euch ja anhand meiner geschwärzten Augen auf dem Thumbnail denken. Ich weiß, Freunde, es ist ein Stilmittel von ihr, aber ihr könnt euch die Meinung von ihr trotzdem denken. Und ich muss sagen, wenn man aufklärt, wenn man zeigt, was es kann, was es nicht kann, wenn man es natürlich nicht als Wundermittel bewirbt, dann klar, warum nicht? Es kommt halt eben wie bei unfassbar vielen Dingen im Leben darauf an, wie man es halt eben macht. Ich bin halt eben überzeugt von der Wirkung von CBD auf den Körper. Okay, was heißt es, bin überzeugt so? Also Millionen von Menschen überzeugen mich, dass es halt eben eine Wirkung hat. Und vielen meiner und auch deinen Followern tut CBD halt eben sehr gut. Das ist Fakt. Und klar, Sascha ist halt eben so ein bisschen anti, so, ne? Was auch vollkommen okay ist, ne? Nicht jeder muss alles auf dieser Welt geil finden. Aber das ändert eben nichts an meiner Überzeugung, tausenden von positiven Rezensionen einen Wert zu schenken. Und ja, ich weiß, Sascha sagt in ihrem Video, dass er eben niemandem die Erfahrung absprechen möchte, die sie eben mit CBD gemacht haben. Sagt aber, oder beziehungsweise schneidet aber auch ins selbe Video rein, wie jemand sagt, jo, CBD bringt wahrscheinlich nichts und sagt auch selber, es gibt keine Beweise. Ich persönlich bin halt eben Fan davon, dass wenn man ein Problem hat, eine Krankheit hat, Schmerzen hat oder sonst was hat und die Dinge, die man schon ausprobiert hat, halt eben nicht geklappt haben oder halt eben auch nicht hundertprozentig zufriedenstellend sind, dass man halt eben was anderes ausprobiert und halt eben bereit ist, sich positiv überraschen zu lassen. Wenn man aber kein Fan davon ist und sagt, jo, pflanzliche Dinge bringen alles nichts, dies, das, ist das auch okay. Dennoch werde ich weiterhin meinen Followern mit oder auch ohne Kooperation empfehlen, CBD auszuprobieren. Natürlich aber auch nur, wenn man es wirklich benötigt. Ne? Also nicht jeder braucht CBD, Freunde, sondern wenn es euch gut geht im Leben so, dann seid happy, dann ihr braucht dann kein CBD. Aber wenn ihr halt eben ein Problem mit irgendwas habt, was CBD lösen könnte, sage ich ganz klar, empfehle ich euch,
empfehle ich euch auf jeden Fall weiter. Bezüglich der Seriosität der Hemmcrew oder auch generell der ganzen Kooperation, weil vielleicht, I don't know, will jetzt der eine oder andere das auch mal ausprobieren, passt bei CBD-Ölen bitte auf. Eine Menge Firmen, vor allem so Amazon No-Name-Firmen so, verkaufen nämlich sehr oft leider nicht das, was draufsteht. Da steht dann halt eben 10% CBD drauf, aber ist es nicht. Deswegen habe ich auch hier die Coop mit der Hemmcrew gemacht, weil sie halt eben ihr CBD von einem unabhängigen Institut, dem IFAA, halt eben testen lassen haben. Und die Ergebnisse von den Tests sind auch auf deren Website zu finden. Und ja, bei denen ist halt eben das drin, was draufsteht. Ergebnisse sind jetzt auch ganz kurz einmal eingeblendet hier. Freunde, das ist keine Werbung für die Hemmcrew. Ich kriege hier keine Gage oder irgendwas für. Nur als Info, bevor ihr euch CBD-Öl kauft, guckt euch die Laborergebnisse an, weil wichtig. Und wenn es keine Laborergebnisse gibt zu der Firma, kritisch hinterfragen. So, was lässt sich jetzt aber abschließend sagen, damit wir auch mal langsam zum Ende kommen hier? Ich fand die heutige Folge, Sascha macht ein Video über / gegen TJ, deutlich besser als zuvor. Bei ein, zwei Kritikpunkten stimme ich Sascha ja auch komplett zu, so. Und generell, Kritik ist ja was Wunderbares, so. Also, ne, wenn Kritik angebracht ist, bin ich ein großer Fan davon. Ich will mich ja auch weiterentwickeln und wenn ich einen Fehler mache, dann kritisiert mich natürlich so. Obviously, so, also, ne, ja, sie muss dann angebracht sein, aber natürlich kritisiert mich, wenn ich dumme Scheiße mache. Also, um mich nicht misszuverstehen, ich bin da Real Talk froh drum. Jedoch, wie ich gerade auch erklärt habe, stimme ich mit Sascha halt eben nicht mit allen Punkten hundertprozentig überein. Deswegen solltest du noch irgendwas auszusetzen haben oder du die Kritik halt eben nicht nur aufgrund von Videoinhalt machst, sondern halt wirklich was verbessern möchtest, dann sind meine DMs natürlich immer offen. Dazu danke an die Hemmcrew, dass sie mich halt eben mit Studien voll gespammt haben. Danke auch an Coach Steph für den nicen Austausch. Und danke an Dr. Martin Buchhoff für den Call und für dein ganzes Wissen über CBD. Und nochmal gesagt, Sascha, vor allem wenn du was verbessern möchtest, stehen meine DMs natürlich immer offen. Ansonsten sind in der Videobeschreibung noch weitere CBD-Videos verlinkt, falls ihr euch noch weiter informieren wollt. So, und das war's jetzt mit dem Thema. Für alles Weitere schreibt gerne auf Insta so, dies, das, kein Beef, schreibt keine dummen Kommentare so, ne? Seid lieb in den Kommentaren. Kritik okay, aber machen wir auch weiter mit dem Video, ey. So, das war's auch schon wieder mit der Wochenshow für diese Woche. Auch wenn alles heute sehr beefig gerochen hat, seid bitte wirklich nett in den Kommentaren. Dazu, falls ihr auf der Gamescom seid am Sonntag, Halle 1, kommt gerne vorbei. Ach, und jetzt gerade, wenn das Video online geht, bin ich auf dem San Hemo Festival. Deswegen, falls ihr Bock habt zu dancen, guckt ihr mal in die Story, wo ich gerade abhänge. Schreibt auch gerne, wenn ihr da seid. Man kann auch safe ein bisschen was zusammen machen. Jetzt, haut rein, macht euch ein schönes Leben. Ciao.